Und hier ist die zweite Folge von Super Mario Bros. 35. Und heute wollen wir die täglichen Aufgaben erledigen. Und zwar besiege 20 Gegner im 35 Spielerkampf. Nutze einmal das Item Roulette im 35 Spielerkampf. Beende 30 Level im 35 Spielerkampf. Das wollen wir heute alles schaffen. Und ich hoffe, das werden wir auch. Aber heute will ich auch euch den Spezialkampf zeigen. Ein neuer Spezialkampf ist jetzt verfügbar. Was sind Spezialkämpfe? In diesem jeweils nur für begrenzte Zeit verfügbaren Modus kannst du eine bestimmte Abfolge von Leveln spielen. Es galten die Regeln der 35 Spielerkämpfe, jedoch werden besondere Bedingungen hinzugefügt, wie zum Beispiel mit 100 Münzen zu beginnen. Okay. Dann beginnen wir mal mit 100 Münzen. Hoffe ich natürlich, dass wir mit 100 Münzen beginnen. Man kann keine Level auswählen und auch kein Start-Item benutzen. Und ich hoffe, mein Internet reicht. Ja. So, ich habe mich ein bisschen hochgestuft, weil es gibt ein Secret ab der 100. Stufe und den will ich euch zeigen. So, lehnt euch zurück und macht euch bereit. Nehmt Popcorn und Cola. So, sofort auf Konter stellen, damit wir auch gut spielen können. Und wieso läuft das so langsam? Oder bin ich ein bisschen verwöhnt? So, keine Ahnung. So. Oh, oh, wenn ich da jetzt, wenn ich an den Goomba gestorben wäre, dann wäre das die peinlichste Sache, die mir je in Mario Bros. Passiert ist. Aber zum Glück ist das nicht so. Yeah, wir killen euch alle. Und meine Mitspieler werden auch gekillt. Und eigentlich wollte ich den Wallop einsammeln, aber das hat nicht geklappt. Wow. Koopa, zu Hilfe! Aber jetzt haben wir die Ziellinie erreicht. Gib Mau. Obwohl dieses Level gar nicht mal so schlecht ist. Aber es kann auch scheiße sein. Wie zum Beispiel jetzt. Wenn man da hängen bleibt, dann war's das. Oh shit. Koopa, yeah. Koopa ist mein echter Freund. Und dieser Koopa auch, denn der hat sich leicht umgebracht. Und endlich haben wir eine Blume. In diesem Level hätte ich empfohlen, hier rüber oben zu gehen. Und nicht auf die Zeit zu achten. Weil hier ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man stirbt. Und man muss ja noch die Warp Zone benutzen, die in 1-1 führt. Das finde ich supi. Denn jetzt können wir hier viele Münzen farmen. Und das finde ich auch super toll. So. Hier das One-Up auf keinen Fall vergessen. Und wieso rutscht Mario so? Yes. Eine Blume bringt 15 Sekunden, wenn man schon eine hat. Aber der Stern, der bringt noch mehr. Wenn es natürlich Gegner bei einem spawnen. Und bei mir ist das nicht der Fall. Jetzt, wo der Stern schon weg ist. Ja, ein bisschen lame ist der Spezialkampf. Ich werde auch jetzt nicht den ganzen Part damit füllen. Sondern nur ein, zwei Mal in Spielen. Oh shit. So. Stirb. Die Piranhas sind sehr effektiv, deshalb sollte man sie auch umbringen. Man sollte eigentlich alle Gegner umbringen. Auch die Mitspieler. Natürlich nicht im Real Life. Im Spiel sollte man sie aus dem Ring werfen. Sag ich. Mal
So, das war Master Skill. Das nicht. Ich sollte auch... Bowser! Yeah! Hammerbrüder und Bowser sind vernichtet. Und ich habe doch noch meine Feuerblume, obwohl ich sie schon einmal verloren habe. Aber das ist nicht so schlimm. Ich hoffe trotzdem, dass ich den ersten Platz mir holen kann. Aber wenn es so läuft, natürlich nicht, wenn ich mich blöd anstelle. Aber wenn ich mich gut anstelle, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen verzögert bei mir ist und die Inputs nicht sofort reagieren. Shit. Das ist jetzt mega scheiße. Oh no, das war's. Ohne Glück komme ich hier nicht weiter. Ja, genau, da platzieren sie noch einen Hammer, Bruder. Ja. Ja, genau, das kennt doch jeder. Obwohl, ich bin schon jetzt froh, dass der abgelaufen ist, denn das war wirklich lame, was da abginge. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal, weil manchmal passiert es mir vor dem Sieg. Ich bin fast am Sieg und dann kommt was? Abbruch und es wird nichts gezählt. Aber was soll's? Wir schaffen es auch jetzt, weil wir einfach die Besten sind. Im letzten Part habe ich ja nichts geschafft, aber dieses Mal will ich schon was schaffen. Und das sieht nach... Wie soll ich euch das erzählen? Bei mir ist gerade in meinem Fenster ein Paragumba rübergeflogen. Deshalb war ich ein bisschen unaufmerksam und bin so blöd gesprungen. Das ist nicht meine Schuld. Der Paragumba war schuld. Oh Gott. Augen auf und sich konzentrieren. So, vorsichtig jetzt, Mario. Der kommt zurück, das habe ich gewusst. Ich gehe lieber in den 35er Kampf, weil dieser Kampf ist lame. Und der, oh Gott, ich wollte nicht, der unterscheidet sich auch nicht so stark. Und hier kann ich ja auswählen, welche ich Stage will. Und ich wähle auf Überrasch mich. Damit es ein bisschen Variation gibt. Und man kann hier sogar ein Item auswählen. Und es ist hier viel spannender und spaßiger. Also. So. Jetzt sind wir bereit und wir können loslegen, wenn es loslegen wird. Und wird jetzt vielleicht noch ein Internetabbruch kommen? Nee. Und es sind 34 Spieler. So, Konter. 1-1 und eine Feuerblume zum Start ist das Beste. Weil man kann hier vieles rausholen und ich habe direkt mal einen KO erzeugt. Darauf bin ich sehr stolz. So. Aber ich will natürlich den Sieg. Zumindest im einen Part des Let's Plays. Des Let's Plays will ich einen Sieg haben. So. Zack. Und.
So, yeah. Und da habe ich auch viel Zeit. Und was war eigentlich mein Rekord im KO in einer Runde? Ich habe mal, glaube ich, 4-mal einen KO-Bonus in einer Runde erzeugt. Und darauf bin ich auch stolz. Aber ich will siegen. Und dass du höher man gelevelt ist, sage ich mal so, dass du höher die Stufe ist, desto schwerer ist es auch, das Spiel zu schaffen. Aber wir werden es versuchen und wir werden auch unser Bestes geben. So, aber ich muss zuerst sprechen lernen. Wenn ihr wisst, ich kann halt nicht sprechen und so weiter und so fort. Spaß, ne? Theoretisch, und wieso habe ich diesen scheiß Knopf gedrückt? Der wird mir... Dieses Roulette ist eigentlich unnütz, wenn man Gehirn hat. Jetzt zum Beispiel hat es mir geholfen. Aber meistens ist es nur eine Geldverschwendung. Wenn man Pech natürlich hat. Das Roulette ist gut und schlecht, sag ich mal so. Es kann auch helfen, aber es kann auch behindern. Und ja, es kann auch zu Problemen führen, wenn man zu viel roulettiert, sag ich mal so. Aber wir müssen ja das so oder so machen für die Achievements des Tages oder die Tagesaufgaben, wie sie normal genannt werden. Und die Belohnung, die da gegeben wird, die will ich haben, denn dafür kann ich mir noch mehr Feuerblumen zum Start kaufen. Bei diesem Sprung über diesen Abgrund vor den Blöcken, den wir gemacht haben, bin ich immer in Panik, weil ich bin oft da gestorben, weil ich einfach zu früh gesprungen bin. Und deshalb habe ich so viel Angst und wir gehen in 1-4. Ja, ich bin so krank. Wir gehen in 1-4 und werden hier alles vernichten, wollte ich sagen. So, denn ich will Bowser haben und auf irgendeinen von meinen Gegnern rüberlenken. So, und ich habe einen zweiten KO erzielt. Yeah. Und dann landen wir auch in 1-1 und wir haben ziemlich wenig Gegner. Aber jetzt spawnen sie und werden auch zu mir geschossen. Dankeschön für den Mitspieler, der es macht, denn das ist für mich ein Vergnügen, die Gegner zu vernichten. So. Und jetzt einfach... Oh Gott, wie dumm war das hier alles gerade. Und jetzt hat das Roulette mir nichts gebracht. Verschwendete Münzen. Wenn er mir einen Stern gegeben hätte, dann wäre das schon was. Aber ein Powerblock bei einem Gegner. Es ist schon Verschwendung. Das sollte man wissen und deshalb sollte man ein bisschen sparsam und taktisch mit seinen Münzen umgehen und nicht so verschwenderisch wie ich. Oh wow. Das war Master Skill. Und hier sollte man sich auch nicht so eilen. Weil sonst, ja. Und es sind noch 7 Spieler übrig. Oder besser gesagt 6. Ich bin der 7. Und ich will auch den Sieg haben diesmal. Damit zumindest es im einen Part ein Sieg sein wird. Und hier aktiviere ich jetzt das Roulette. Und nochmal. Weil es mir jetzt sowas von egal ist auf die Münzen. Ich will den Sieg haben. So. Yeah. Ich habe durch Bowser diesen Kill erzielt. Danke, Powerblock. Du hast mir jetzt einmal geholfen. Und wenn es alles super klappt, dann werde ich es auch schaffen,
das Level abzuschließen, oder? Oh shit. Das ist jetzt schlecht. Jetzt ist jede Sekunde wichtig. Denn die Zeit ist schneller und man macht fast keinen Gewinn. Deshalb ist es immer wichtig, Kombo-Punkte zu machen, obwohl ich hier keine mache. Scheiß auf die Pflanzen, gib mir etwas Gutes. Keinen Powerblock, du Vollidiot. Ein Stern oder irgendwas solches. Kein Pilz. Was will ich mit deinem scheiß Pilz? Jetzt kannst du mir einen Pilz geben. Danke. Oh shit, oh shit, oh shit. Das eben habe ich gemeint. Ich war fast vorm Sieg. Und dann taucht dieses Scheißding auf. Ja, genau. Vielleicht ist noch mein Internet gestorben. Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Das eben habe ich gemeint. Mit diesen Dingen. Ich war fast vorm Sieg. Ich könnte diese Runde gewinnen. Und dann bin ich so dumm Das war nicht mein Fehler. Das war das Fehler des Spiels. Aber was man... diesem Spiel geben, ein Punkt, den man dem Spiel geben wird. Es leckt nicht. Nicht so wie Super Mario Maker Online Freundes gegeneinander oder miteinander Modus. So, denn ich habe viele Videos gesehen, wie Super Mario Maker leckt im Mehrspieler-Modus, aber hier sind 35 Spieler. Zwar nicht auf einem Screen, aber es leckt trotzdem nicht. Aber dafür sind hier viele Gegner, die auch vor dem Internet abhängen. Guckt euch den an, sie sind schon weiß, weil sie zu viel im Handy sind. Ich nehme mich auch nicht raus, aber ich stecke viel Zeit in meinen PC. Mit Videos. So. Konter. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Keine Gegner. Shit. Spei deine Flammen, Mario. Obwohl du sie schmeißen musst und nicht speien. So. Zack, bumm. Juhu, juhu, juhu. Und ich werde auch nicht so viele KOs erzielen, weil das einfach Betrug ist. Aber... oh, shit. Ich will auch nicht böse auf das Spiel. Aber manchmal... wenn ich... mit einem Spieler noch bin und dann kurz vor meinem Sieg eine Fehlermeldung auftritt wegen Datenübertragung, dann kann ich ausrasten, weil das einfach nur Betrug ist. Das macht das Spiel absichtlich, damit ich nicht gewinne. Das sehe ich schon, das Spiel hat einen Hass. Rekord KO 4-mal. Also Leute, ich beende diesen Part mal lieber. Und was bedeutet diese Rangliste? Keine Ahnung. Ich beende diesen Part lieber, weil ihr seht ja, das Spiel will nicht, dass es aufgenommen wird, und ich beende.
Also, ich entschuldige mich, dass es solche Probleme gab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.